Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wir reiben uns oft an dem, was widersprüchlich ist, paradox. Und manchmal erkennen wir im Nachhinein, dass es genau diese Dinge und Umstände waren, die uns weitergebracht haben. So ist es auch mit dem Osterglauben. Es sind oft Widersprüchlichkeiten, die uns helfen, besser zu verstehen, was gemeint ist, was wir an Ostern feiern. Wir haben zum Beispiel, also in der lateinischen Kirche tut man das, wir haben das natürlich hier auch getan, in dem großen Lied über das Osterlicht, diesem großen Preisungsgesang, dem Exultet in der Osternacht, von etwas Widersprüchlichem gesungen. Wir haben gesungen, O Felix Culpa, o du glückliche Schuld. Schuld? Wie kann die glücklich sein? Sie wird glücklich gepriesen, so sagt dieses Lied, weil sie diesen Erlöser, Christus, gefunden hat. Weil sie sozusagen diese Schuld, diesen ganzen Erlösungsvorgang dessen, was wir an Ostern feiern, das neue Leben, geholfen hat hervorzubringen. In der Ostkirche geschieht Ähnliches am heutigen Sonntag, wenn dieses Evangelium gelesen wird von Thomas, dem wir ja sehr schnell als den ungläubigen Thomas bezeichnen. Die Ostkirche nimmt nicht die Haltung ein, wie wir das zuweilen im Westen tun. Wir schlagen uns auf die Seite der gläubigen Apostel und sagen, das sind die Guten. Die haben geglaubt. Und dann kommt dieser Knilch, der am ersten Sonntag nicht da war. Wissen wir nicht, wo der sich rumgetrieben hat. Das verschweigt das Evangelium. Und die anderen erzählen ihm natürlich, voller Stolz vielleicht auch, jedenfalls voller Glauben, wir haben den Herrn gesehen. Und dann kommt er an mit seinen Kriterien und sagt, ja, kann jeder sagen, wir haben den Herrn gesehen. Wenn ich nicht sozusagen Schritt für Schritt diesen Herrn abtaste und die Identität feststelle mit dem, dem ich nachgefolgt bin die letzten 3 Jahre und der so schändlich am Kreuz geendet ist, wird das mit meinem Glauben nichts. Und dann sagen wir halt sehr schnell, der ungläubige Thomas, das ist ja bis in unsere Redewendungen eingegangen. Auch wenn es gar nicht um den christlichen Glauben geht, sondern nur, wie morgen das Wetter wird und jemand sagt, na, ich weiß noch nicht, ob ich das für wahr halten soll, da sagen wir, das ist ein ungläubiger Thomas. Die Ostkirche singt ein hohes Lied auf Thomas. Uns Wohltat erweisend, so singt sie, in gläubigem Glauben ist allein Thomas Didymus mutig und verscheucht allen Enden der Erde in gläubigem Unglauben der Unkenntnis Nacht. Er ist ein guter Thomas, weil er bringt etwas auf den Weg, das uns allen zu helfen vermag. Und in den letzten Wochen schon mehrfach zitierte Adrien von Speyer führt das ein wenig aus, inwiefern er uns direkt zu glauben hilft. Denn wir sind ja durchaus in ähnlicher Situation wie Thomas. Wir waren auch nicht dabei. Und Woche für Woche geschieht es, wenn wir uns versammeln, dass dann auch wieder welche nicht dabei sind. Aber vielleicht 8 Tage später, wie Thomas, dann sind wieder welche dabei. Von Speyer sagt, indem Thomas seine Forderungen aufstellt, beginnt er, den Herrn zu erwarten und bereitet sich vor auf seine Schau. Also es braucht dann schon etwas. Das ist nicht einfach Unglauben, sondern indem er seine Vorstellungen hat und seine Forderungen aufstellt, beginnt er mit einer Erwartung. Wir sollten auch vielleicht vorsichtig sein bei all denen, die noch nicht den Weg hierher finden oder in andere Kirchen, nicht in die Sonntagsversammlung, so schnell zu sagen, die sind alle ungläubig. Vielleicht haben auch sie ihre Forderungen. Vielleicht haben auch sie ihre Erwartungen in diesen Forderungen schon aufgestellt und sind damit schon hingeordnet auf den Herrn, auf Christus. Wenn auch noch nicht in vollständiger Weise. Er stellt sich vor, so von Speyer weiter, was er sehen wird, was er tun wird,
wie er seine einzelnen Sinne gebrauchen wird. Und damit hinterlässt er uns das Beispiel, das methodische Beispiel einer Betrachtung, einer aktiven Anstrengung dem Herrn entgegen. Es gibt heute so viele Seminare zur Meditation oder zur Kontemplation. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Evangelium selten dort vorkommt. Schade. Denn es ist die erste Anleitung zur Kontemplation. Was derjenige tun muss, der sich ganz auf Christus, nicht auf sich selber, das ist keine Kontemplation, zumindest nicht im christlichen Sinn, der sich ganz auf Christus ausrichtet, wie er seine Forderungen aufstellt und wie er seine Sinne gebrauchen will. Eine aktive Anstrengung dem Herrn entgegen. Auch wer einen strahlenden Glauben besäße, müsste trotzdem in der Betrachtung diesen Weg, den Weg des Thomas, zurücklegen. Denn auch der strahlende Glaube muss sich an die Tatsache der Offenbarung halten und sich daran gewöhnen. Thomas stiftet der Kirche den nüchternen Gang der Betrachtung. Ist das nicht eine wunderbare Lebens- und Glaubenshilfe, die wir hier erfahren in diesem Evangelium, liebe Schwestern und Brüder? Und es ist das zunächst Greifbare, ja auch Ärgerliche, was Thomas betrachten will. Es sind die Wunden. Es sind die Wunden des Gekreuzigten, die er anschauen will. Sein Leiden will er betasten, um die Identität festzustellen mit dem, der aus den Toten auferstanden ist. Und auch das muss für uns der erste Anhaltspunkt sein, den uns die Offenbarung nahe bringt. Wer also Ostern sozusagen als das große Schauende mit einem Happy End betrachtet und sagt, boah, das ist so toll, die Christen, manchmal haben wir ja so strahlende Christen, die immer nur so ein Osterlächeln auf den, aber es wirkt dann doch irgendwie papiernen. Es wirkt wie aus Pappe. Und manchmal, wenn man da dran packt, dann knistert das auch ganz merkwürdig und es fällt in sich zusammen. Es gibt nicht diesen Hollywood-Osterglauben, wo am Schluss einfach nur alles leuchtet und blinkt und alles wird gut. Es gibt nur den mühsamen Weg. Den mühsamen Weg des Hinfindens und Hintastens. Und man findet zu Ostern nur, wenn man zunächst die Wunden in den Blick nimmt, das Kreuz in den Blick nimmt, die zerrissene, aufgerissene Seite Jesu in den Blick nimmt, sein zerrissenes Herz. Wenn man dies an sich heranlässt, wenn man dies nicht nur schauen will, sondern geradezu betasten will, dann wird einem das Osterlicht entgegenkommen. Wir sollten uns nicht von Thomas abwenden, weil wir sozusagen voller Entrüstung sagen, mit diesem Ungläubigen haben wir nichts zu tun, er hat seine Lektion gelernt, sondern wir sollten gerade seinen Weg gehen. Wir sind ganz ähnlich wie Thomas und wir sollten die anderen, die zweifeln, auch einladen, diesen Weg zu gehen. Sich diese Methode des Thomas zu eigen zu machen. Die Wunden Christi, sein Kreuz, ihn selber immer mehr in den Blick zu nehmen und im Gebet, in der Stille zu betrachten, ja, betasten zu wollen, damit wir mit dem Osterlicht neu beschenkt werden, mit der Gegenwart dessen, der aus dem Tod auferstanden ist, der uns das ewige Leben erworben hat, der die glückliche Schuld von uns genommen hat, weil er der Erlöser ist. Gehen wir den Weg des Thomas. Lassen wir uns von unserem eigenen Unglauben und Zweifel inspirieren, zu dieser Methode zu finden. Sie hat ihm geholfen, zu bekennen, was die Kirche bis heute tut und sagt und hoffentlich lebt. Zu bekennen, mein Herr und mein Gott.